Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Jeden Mittwoch mache ich ein reines Unboxing von verschiedenen Produkten, die einfach auf meinen Schreibtisch passen. Und wen das Ganze interessiert, einfach dranbleiben. Weiter geht's nach meinem kurzen Intro. Herzlich willkommen zu meinem Unboxing Mittwoch. Heute habe ich was Unspektakuläres, aber dennoch was recht Nützliches, und zwar einfach eine Schreibtischunterlage. Ihr habt sie ja schon aus meinen Videos ein paar Mal gesehen. Ich hatte die ganze Zeit diese Reawool oder Rewool, wie man sie auch immer nennt. Die hat hier einfach die Möglichkeit, dass man außenrum ein LED-Licht anschalten kann. Ich bin ja jetzt nicht der klassische Gamer und zock auch nicht allzu oft. Bei mir war jetzt hier das eigentlich die ganze Zeit inaktiv. Und zusätzlich habe ich gemerkt, weißer Schreibtisch, schwarze Matte, ja, mit meinem Unboxing und der Kamera von oben, ja, das hat immer so ein bisschen einen starken Kontrast gegeben. Dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und da habe ich die hier gefunden. Und zwar ist das eine der Marke Aotea. Ich hoffe, man spricht so aus. Die hat Maße 80x40, also 80 hier in der Länge und 40 nach oben hin in die Breite. Und ja, da hat man verschiedene Farben zur Auswahl: Schwarz, Braun, Grau, Weiß. Ich habe die jetzt hier in Hellblau. Ja, und der Clou ist, wenn man hier auf der Rückseite liest, man hat hier Kork und Leder. Das heißt 100% recycelbares Kork. Das ist die Unterseite und die typische Korkfarbe. Und dann hat man ein Premium PU-Leder. Das ist auch pflegeleicht. Man kann es auch abwaschen. Das war mir unheimlich wichtig. So kann ich einfach ein bisschen hin und her wechseln, wenn ich jetzt was habe, was man auf Hellblau besser vorstellt oder auch ein bisschen was Rustikaleres, das dann mit dem Kork besser klarkommt. Ich hoffe mal, dass das in der Zukunft dann auch gescheit aussieht. Dann würde ich sagen, packen wir das mal aus. Das kam jetzt gerade an. Und hat hier so eine schöne Verpackung, die kennt man ja von diesen Bildern. Also das kann man danach wiederverwenden und kann sich gerollte Bilder aufbewahren. Dann schieben wir einfach mal die Tastatur und die Maus nach vorne. Ich habe noch gar nichts zum Preis gesagt. Und zwar kostet hier so eine Matte in der Größe 19,99 Euro. Den Link packe ich wie immer unten rein. Man hat hier oben einfach nur so einen Aufkleber. Ich werde den jetzt nicht abmachen. Dann zieht sich so ein bisschen dieses Material mit ab. Jetzt gucken wir einfach mal rein, aufgemacht. Und jetzt sehen wir hier schon das Innenteil. Das packen wir einfach mal auf die Seite, wo es nicht stört. Und jetzt haben wir extra noch mal schön eingepackt diese Schreibtischunterlage. Man sieht ja dann halt auch immer solche Plastikfolien. Und da finde ich einfach, so ein dünnes Papier macht halt schon einen hochwertigeren Eindruck. Das kommt auch mal weg. So, jetzt mache ich allererstes mal den Geruchtest. Ja, das riecht nach diesem typischen Kunstleder. Man riecht auch keine Weichmacher raus oder so einen richtig extremen Klebstoff. Das hat man ja öfters, dass man einfach hier noch Sachen riecht, die da gar nicht hingehören. Und so riechen dann auch im Endeffekt die Hände oder auch der Schreibtisch danach, beziehungsweise die ganze Tastatur. Dann würde ich sagen, machen wir Platz. Ich mache meinen Stecker hier raus. Mal gucken, das legen wir einfach mal hier hinten. Das mache ich dann weg. Und dann sagen wir goodbye, meine LED-Schreibtischunterlage. So, das war sie. Und jetzt tun wir die mal auskleiden. Und zwar legen wir die mal schön hin. Oh ja, das ist natürlich schon ein Riesenteil, ein Riesentrümmer, diese 80er Länge. Und jetzt muss man halt dann natürlich darauf achten, dass man die vielleicht eventuell an den Enden noch mal so ein bisschen einrollt, weil die ja durch die Lagerung in diesem Rundkarton dann auch sich schon in die Form gebracht hat. Aber ich denke mal, dass das in ein, zwei Tagen, dass sich das einfach gelegt hat, das sieht jetzt schon richtig klasse aus. Da machen wir mal den Test. Hier können wir einfach die Tastatur drauflegen. Hier müssen wir jetzt nochmal mein Kamera-Equipment ein bisschen nach vorne schieben, damit wir hier unten einen schönen Abschluss haben. Ja, das macht schon was her. Also das ist schon eine feine Sache. Jetzt, wie gesagt, ich hoffe, dass sich das noch setzt, aber das müsste gehen. Ja, das ist ja bei Kunstleder und Kork, das dauert ja dann immer so eine Weile. Von der Mausauflage kann ich sagen, tut auch hier
gibt es da keinen großen Unterschied. Also das tut ihm jetzt nichts zur Sache, dass das jetzt ein PU-Leder ist, im Gegensatz zu der etwas softeren Schreibtischunterlage. Also muss ich sagen, das Gefühl ist gut. Was mir gleich ein bisschen auffällt, da war diese vorherige, diese Rea wohl ein bisschen besser. Wir haben natürlich jetzt unten das Kork und das Kork rutscht jetzt hier immer ein bisschen hin und her. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf großem Niveau. Da muss man sich dann zwangsläufig damit auseinandersetzen. Alternativ kann man es natürlich machen. Das werde ich sehr wahrscheinlich auch machen. Es gibt solche Einlege, Gummiteile, die benutzt man auch teilweise bei IKEA, bei diesen Besteckkästen, damit die nicht verrutschen. Und ich denke mal, dass ich sowas vielleicht gerade so zwei Streifen hier unten drunter mache und dann verrutscht das auch nicht. Jetzt haben wir uns das Hellblau mal angeguckt. Sieht richtig schick aus mit diesem weißen Schreibtisch. Jetzt drehen wir das komplette Szenario mal um. Und jetzt sieht man halt hier, ne, es geht schon wieder hoch. Und da hat man Kork. Und das habe ich ja gesagt. Ich halte die jetzt mal so ein bisschen auf die Seite, damit man das jetzt auch von oben sieht. Und da sieht man auch, dass es ordentlich. Hier sind jetzt keine Risse oder farblich großartig Unterschiede zu sehen. Und bis auf, dass die Enden hier sich einfach noch ein bisschen setzen müssen, finde ich das echt eine klasse Sache. Das sieht auch super aus, weiß und Kork. Das sieht so ein bisschen wie aus der Schulzeit aus. Ja, aber ist auch zeitlos. Ja, man muss dann halt gucken, was ist zeitlos. Und ich finde das persönlich eine schöne Sache. Gibt auch einen Kontrast zu der schwarzen Tastatur und schwarze Maus. Man hat ja heutzutage meist alles in Schwarz. Gut, ich drehe dann einfach mal wieder auf die andere Seite, weil das ist wichtig, dass sich das legt. Und dann hoffen wir, dass es in ein paar Tagen dann besser ist. Wenn sich das natürlich nicht ändert, ist es für mich so ein Rückgabegrund. Aber das hat man ja momentan bei Amazon sowieso bei den meisten Produkten bis 31. Januar. Wir haben ja hier ein bisschen verlängert. Und ansonsten sage ich jetzt schon mal, guckt ein bisschen nach Rabatten. Das geht momentan auch richtig runter. Es kommt darauf an, was man hat. Zum Beispiel das DJI Pocket 2 ist rausgekommen. Und man bekommt jetzt für den Osmo Pocket ziemlich viele Sachen nachgeschmissen. Würde ich nicht sagen, aber recht günstig. Ich stelle demnächst auch was von Rollei vor. Da habe ich praktisch so einen Vlogging-Stativ mit einer Smartphone-Halterung und einer DJI Osmo Pocket-Halterung für 12 Euro bekommen. Und da war zusätzlich noch eine Weitwinkellinse drauf. Kostet von Rollei normalerweise 39 Euro. Also da sind 12 Euro schon eine super Sache. Dann war es das mit meinem Unboxing. Mehr kann ich dazu nicht sagen. PU-Leder, Kork 80x40, Marke Aotia, Hellblau und Kork für 19,99 €. Link ist unten in der Beschreibung. Ich würde mich wie immer über einen Daumen hoch freuen und auch über neue Abonnenten und sage bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.